Hallo. Nach dem Vorbild des US-amerikanischen Präsidenten Obama lässt Frau Bundeskanzlerin Merkel uns, die Bürger, Fragen an Sie richten, die sie dann per YouTube beantworten wird. Ich habe Sie gefragt, was Sie von der Forderung hält, den bestehenden Schwarzmarkt für Cannabis durch einen regulierten Markt zu ersetzen, mit Jugendschutz, mit Verbraucherschutz, mit einer Kontrolle von Qualität und THC-Gehalt und durch eine Cannabis-Steuer mehr Suchtprävention zu finanzieren. Ihr könnt diese Frage noch bis zum 13.11. bewerten. Auf die Homepage kommt ihr einfach, indem ihr eingebt www.handverband.de/Frage. Dort könnt ihr dann für meine Frage oder für andere spannende Fragen, die sich dort finden, voten. Und die Top 10 der Fragen werden dann hoffentlich von Frau Merkel beantwortet werden. Also wenn euch es auch interessiert, wie Frau Merkel zu dieser Forderung steht, votet mit und zeigt ihr, dass wir ein Interesse haben, wir die Bürger ein Interesse haben, zu wissen, wie Frau Merkel dazu steht.